Thank you, George Grow. Message from Hollywood to everybody that's new with the foundation. It's great. Just get into it. Read the books. Go and attend seminars and check out what they have. It's amazing. But there's a lot of other resources. If you want to go to a South American paradise with palms and beaches and stuff like that, George Grow has resources for that. There is Costa Rica that they have as location. They're just now launching Nicaragua and expanding throughout South America. It's just so beautiful to be there. Die Stiftung hat aktuell eine Anzeige laufen. Es werden weitere Internet-Operatorinnen und Content-Managerinnen gesucht. Und immer wieder stoße ich auf Leute in Großbritannien, auch in Deutschland und Österreich, die da irgendwie in der Arbeitslosenschleife hängen. Und junge Leute, so zwischen 20 und 35, 38, die da vom Staat abhängig sind, im Hartz-IV-Modus oder Mindestsicherung, Notstandshilfe. Und die haben einerseits, hätten sie freie Perspektive, ein neues Leben zu beginnen, ihr Leben vom Kopf auf die Füße zu stellen, also ein bisschen umzukrempeln. Und da werde ich immer wieder in Anfragen gefragt, wie ist das und das und das. Ja, da geht es wirklich um Sicherheit. Man bezieht ja nicht Hartz-IV oder Notstandshilfe, weil man so reich ist, sondern weil man mehr oder weniger davon abhängig ist. Das heißt, da ist kein so großer finanzieller Spielraum. Und die Frage ist dann halt immer, es wird dann taktiert, ja, zwischen Möglichkeit, zwischen Chance und Sicherheit. Es fällt mir auf, dass halt gerade da in Europa das Sicherheitsbedürfnis riesig ist. Das hat sicherlich auch, kann ich als Psychologe sagen, mit einer Sozietät zu tun, also mit einem gesellschaftlichen Umfeld, das einem keine Sicherheiten gibt. Ich sehe das auch so, dass es jetzt wirklich wieder Zeit ist, Brücken zu bauen, Verbindungen wieder zu stärken, weil diese Corona-Zeit war schon sehr anstrengend, würde ich jetzt mal behaupten. Das hat viele entzweit und jetzt diese Zeit mit dem Krieg in der Ukraine oder vielleicht Ängste von Geldentwertung, Inflation oder Energiekrise, Erdgasmangel, was auch immer. Also die Ängste, da sehe ich kein Ende. Also es ist wie fast eine Angst jagt die nächste. Und ich würde einfach ganz persönlich, wenn man kann, entscheiden, bei welcher Angst mache ich mit, ja, wenn mir vielleicht langweilig ist, oder wo gönne ich mir eine Pause, weil wenn man jede Angst mitmacht, wird man sich einfach erschöpfen. Es geht da eigentlich viel mehr um Selbstbehauptung und es geht um Machtkämpfe, es geht darum, wer besser, gescheiter ist, also im Modus des Wettbewerbs, kapitalistische Konkurrenzgesellschaft. If you have to be mean to have a personality, you're fucking boring. If your personality is like, oh, I'm the asshole that says the thing that pisses everyone off, it's like, no, you're not. You're just an asshole because you're not interesting. Ich hasse und verachte das Land. Lehnt einfach von deutschen Leopardpanzern ab. We are fighting a war against Russia. Wir konnten Bastarden, Alter! Und da kommt halt wenig Sicherheit auf und da ist der Staat natürlich schon ein wichtiges Organ. Ich nicht da rein, wo bleibt deine Menschenwürde, lasse das doch sein. Hier auf unserer Behörde kommst du damit auch nicht einen Zentimeter weiter an dein Ziel. Himmel gesäßen, Negern. Ja, also Sizilium, Sizilium. Und das gibt man nicht so leicht auf. Einerseits kann ich sagen, man kann ja den Sprung ins neue Leben mit der Stiftung George Grow als Content Manager, als Internet Operator ganz einfach vollziehen. Erstens mal, es ist nicht zeitaufwendig. Wir haben ja begonnen als eine No-Work-Organisation. Wir wollten ja gar nichts im herkömmlichen Sinn arbeiten. Wir wollten aktiv sein, aber nicht da in der Lohnarbeit drinnen stecken, im Hamsterrad. George Grow has resources for that. There is Costa Rica that they have as location. They just now launching Nicaragua and expanding throughout
South America. It's just so beautiful to be there. And I decided myself to be in the glamour and fame and with all the celebrities, Hollywood. That's where I always wanted to be and that's why I'm here. Die Spitzeneinkommen bewegen sich bei 1.000-1.500 pro Tag. Das dauert schon einige Monate, dass man so weit kommt. Aber jetzt ganz realistisch, nach 2 Monaten etwa, ist dann ein Einkommen so um $2,000 netto, brutto für netto und das nur bei nur 20 Arbeitsstunden. So, whatever it is that you want to be, check out the resources. It can be done, let me tell you this. I never thought I can do this, but thanks to the foundation, thanks to Church Grow, and thanks to, you know, me freeing myself and my mindset from this regular 9-to-5 work and, you know, having all these long transfer times and being in traffic and, you know, dealing with people constantly. And I'm just so happy to get out. So from the heart, there are options. You can live the life that you want. You can be free. Just, you know, take a deep breath and start easy. Im Paradies oder von dir zu Hause aus. Und das ist der nächste Punkt. Du kannst ja bei dir zu Hause aus starten, sehen, wie sich die Sache entwickelt. Wir helfen dir, Zugänge zu finden, Zielpublikum zu definieren und gewisse Werbemittel, Informationsmittel zur Verfügung zu stellen und deine Schiene zu finden. Du hast auch einen eigenen Stil, du bist eigene Persönlichkeit und wirst eigene Leute an dich ziehen. Also das mit dem Zielpublikum ist ganz wichtig, auch spitz auf den Markt gehen, also nicht 1000 Sachen präsentieren, sondern mal bei 1 oder 2, 3 Sachen bleiben. Wir machen das Algarve, also diese Superalge, die da die Menschen um unser Headquarter in Costa Rica rundherum, ja, zu den ältesten Menschen macht der Welt, also die höchste Dichte mit Leuten über 100. Auch da, das ist eine tolle Einkommensschiene, auch als Nahrungsergänzungsmittel und insbesondere als Diätmittel. Also unser Fundus ist voll mit Produkten und da helfen wir natürlich, da jetzt ein Marketingprofil zu erstellen. Wir haben natürlich auch Erfahrung. Ja, also mal von zu Hause aus das Ganze angehen, gemütlich. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Es gibt auch die Möglichkeit des Schnupperaussteigens. Also man kommt einmal nur 1 Monat oder 2 Monate in eines unserer 8, sind es momentan, HQs und lebt sich ein und sieht, wie das läuft. Ein bisschen Geld sollte man schon im Sack haben, also das Flugticket kostet. Und dann sollte man bei 2 Monaten vielleicht, wenn man einen guten westlichen Standard haben möchte, wenn man auch Partys besuchen will und einmal bei einer Regatta dabei sein will, sollte man dann pro Monat dann, oder sagen wir so, für 2 Monate dann noch einmal 1.000 in der Tasche stecken haben. Der digitale Geldverkehr ist da unproblematisch. Man kann einfach mit seiner Kreditkarte sich aus dem Geldautomaten auf der Straße oder in der Bank das Geld rausziehen. Die Frage ist ja dann immer, na, wie macht man das bürokratisch? Ne? Also da jetzt bei, wenn man jetzt im Hartz IV drinnen hängt oder Notstandshilfe und so, ne? Wie macht man das bürokratisch? Eigentlich darf man ja nicht verreisen, das muss man ja melden, ne, dass man das Land verlässt. Es gibt dazu aber keine digitale Überprüfung. Ich habe nicht gehört, dass da jetzt irgendwelche speziellen Verfahren angewendet werden. Im Notfall, ich weiß es, aus Deutschland und Österreich wird man für 6 Wochen gesperrt. Ja, ich glaube nicht, dass sich da unsere Schnupperaussteiger da viele Gedanken machen. Ich würde sagen, easy go, pura vida. Noch sind wir nicht in der vollen, totalen Kontrolle durch das digitale Auge. Ich glaube, es wird einmal heißen, das Auge Gottes. Cyberspace heißt es in meinem Jugendroman, 12 Stationen zum heißesten Club der Welt. Die digitale Kontrolle, das Auge Gottes, schon in der Pupille eingebaut und wird alles, Daten und so weiter, in das Gesichtsfeld eingespielt. So weit sind wir noch lange nicht. Also ich würde das alles leichter sehen. Leichtigkeit ist ja auch eines unserer Lebenskonzepte. Pura Vida heißt nichts anderes, als sich keinen zu großen Kopf zu machen, sondern die Dinge auszuprobieren und dem Glück zu folgen, ins volle Leben mit der Stiftung George Grow. Look at the resources if that interests you and you want to go that way and get started. And you can always go back to the old life. Guess what? There's nothing you can lose. You can only win. So, check it out. See you there. Goodbye. Thank you.
Mm-hmm.